Hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Lust auf eine Stunde Yoga. Hello, hope you're fine and you like to enjoy 1 hour of yoga. Du kannst dich ganz entspannt auf den Rücken legen, Beine lang, Arme neben den Körper, Handflächen zur Decke zeigen lassen, die Schultern leicht auftreten, Achseln und Leisten ganz frei. You can lie down on your back, extend your arms and legs, open the parts of your body. I don't know the name, but this part, this part, this part. And relax. Du kannst die Augen schließen und dich auf deinen Atem konzentrieren. Concentrate on your breathing. You can close your eyes. Genieße die nächsten 5 Atemzüge ganz entspannt. Enjoy the next 5 in and exhale and relax. Spüre nun deine ganze rechte Körperseite. Feel the right side of your body and speak. The whole right side of my body is relaxed. Meine ganze rechte Körperseite ist entspannt. Spüre die ganze linke Körperseite. Meine linke Körperseite ist entspannt. Feel the whole left side of your body. And speak, my left side of my body is relaxed. Dann nimm deine ganze Körpervorderseite wahr und sage dir, meine Vorderseite des Körpers ist entspannt. Feel the whole front side of your body and speak. The whole front side of my body is relaxed. Dann spüre die ganze Rückseite deines Körpers, sage dir innerlich, die ganze Rückseite meines Körpers ist entspannt. Feel the whole backside of your body and speak, the whole backside of my body is relaxed.
Dein ganzer Körper ist entspannt. My body is relaxed. Dann darfst du mit deiner Aufmerksamkeit langsam wieder zurückkehren. Spüre, wie du auf dem Boden aufliegst, dich auf Bewegungen einstellen, Hände, Füße bewegen, dich strecken, dehnen, rekeln. Prepare yourself for the exercises and bring your feet on the floor. Spüre nach, wie du ankommst, wenn die Füße dann auf dem Boden liegen. Beginne abwechselnd ein Bein Richtung Decke zu strecken, ganz locker. Start to extend one leg after another. Easy, very soft. Soft stretch and movement for the joints. Dann hältst du mal dein linkes Bein oben und den rechten Arm auch und kreist Hand- und Fußgelenk. Lift your left leg, right arm, move hand and feet, foot. Change direction, wechsel immer mal die Richtung, bewege gut durch. Dass wir Gelenkschmiere aktivieren. Und dann wechselt, change to the other side, lift the right leg, move arm and foot, fingers, hand and fingers. Und dann auch wieder lösen. Dann bleiben wir ganz entspannt auf dem Rücken. Du nimmst deine Füße vom Boden weg, greifst dir deine Knie und rollst mal über dein Becken nach rechts und links. Roll from one side to the other side. Ganz locker und dabei bewegst du deine Knie so ein bisschen kreisförmig. Ziehst sie einmal ein bisschen ran, schiebst sie weg, malst einen Kreis. You also move your knees while you roll from one side to the other side and make a circle with your knees to prepare your hips. Wechsel mal die Richtung mit den Beinen. Mal andersrum. Change the direction of your circle. Und roll dich ganz locker auf dein Becken hin und her. Und dann lass mal die Füße wieder zum Boden. Nimm die Arme neben den Körper, dann nimmst du die Arme am Boden entlang, einen großen Bogen über Kopf und dann hoch zur Decke. You make a big arm circle to the side, towards your head and ceiling. Ein ganz entspannter Armkreis. Schultern bleiben locker, die Armbewegung so weit, wie es deine Schultern mögen. Nichts übertreiben, noch zweimal. Großer, entspannter Armkreis. And then relax your arms. Entspann deine Arme.
Entspann deine Schultern. Gib ein bisschen Druck mit den Füßen gegen den Boden, roll deine Wirbelsäule hoch, komm in eine Brücke und roll auch wieder runter. You slowly lift your pelvis, roll up to a bridge and slowly roll down. Noch zweimal, two more times. Easy, soft. Und wenn dein Becken angekommen ist, öffnest du die Arme sanft zur Seite, legst die Knie auf die rechte Seite, versuchst die Schultern so am Boden zu haben und bewegst deinen Kopf nach rechts und links. Ganz locker für deinen Nacken- und Schulterbereich. Diese Nein-Nein-Bewegung. Bring your knee on one side, remain with the shoulders on the floor, and then you move your head from side to side to relax your neck. Dann kommt der Kopf wieder in die Mitte. Bring your head to the center again. Bring your knees back. Bring die Knie zurück. Und dann langsam auf die andere Seite. Die Schultern bleiben am Boden. Und dein Kopf macht wieder diese sanfte Nein-Nein-Bewegung. Rotate your head from one side to the other side. Ganz locker. Kiefer locker, Stirn locker, relax your face, your jaw, your shoulders. Dann kannst du dich von dieser Seite aus ganz rüberrollen auf die Seite. You can roll on to the side and come to onto your knees and hands into our favorite cat position, in unsere Lieblingskatzenposition. In dieser Position möchte ich dich heute mal einladen, dass du deine Hände und Knie so ein bisschen aufeinander zudrückst. So you push hands and knees together, as if you would like to make them bring the mat together, just in this direction. Also in die Richtung zueinander. Schultergürtel bleibt breit. Die Spannung halten. Hold the tension und dann hebst du die rechte Hand und den linken Unterschenkel mal 1 cm an. Lift the right hand and the left lower leg and foot. Hold it. Bring it back to the floor. Bring das Ganze wieder runter. Bleibt in der Mitte ganz stabil, drückt Hand, Hände und Knie aufeinander zu und hebt die andere Seite. Lift left hand and right knee, lower leg and foot. Wieder runter. Und jetzt ein paar Mal im Wechsel. Diese eine Seite ein bisschen anheben. Now you change from one side to the other side. First side, second side. And you remain with your body in center. Dein Körper bleibt genau in der Mitte. Versuchst es so ein bisschen zu heben, du müsstest ein bisschen deine Rumpfmuskeln spüren und zieh immer noch die Hände und Knie aufeinander zu. Und ein letztes Mal. Und dann entspannst du dich in deine Entspannungsposition, vielleicht im ruhigen Kind, relax in the child position or any other position. Ich sitze ja da lieber immer ein bisschen aufrecht. Du darfst dich ganz rund entspannen.
Dann löse wieder und lege dich auf den Bauch. Come on to your stomach. Ganz entspannt herunterlegen, erstmal ankommen. Die Hände übereinander, Stirn auf die Hände. Großen Zehen zusammen, Fersen nach außen. Relax in that position. Dann schließt du deine Beine, streckst die Füße, legst deine Hände nah an deine Rippen, Stirn ist erstmal auf dem Boden, Ellbogen ziehen schon mal zueinander und nach hinten Richtung Füße. Bring your elbows together, hands near to your chest. And then you slowly lift your upper body to the cobra position and bring it down again viermal. Ganz bewusst den Rücken heben und am Schluss den Kopf. Die Hände sind ganz locker. Mach das mit deiner Rückenkraft. Zieh auch mit den Ellbogen und Schultern ein bisschen mit. Und ein letztes Mal, last time. Danach wieder die Bauchentspannung. Relax. Concentrate on your breathing, konzentriere dich ruhig auf den Atem, dass der Bauch so locker mitschwingt. Und dann bleiben wir hier auf dem Bauch liegen, wir beugen das rechte Bein, legen die Stirn auf den Boden und versuchen den rechten Fuß mit beiden Händen zu greifen. Und die Hüfte auf den Boden zu bringen, den Oberschenkel zu dehnen. Vielleicht kannst du auch den Oberschenkel ein bisschen abheben vom Boden. Der Seite ist bei mir nicht so, die andere geht besser. Und dann entspanne wieder. Relax. Und nimm dir dann den anderen Fuß. Grab the other foot. Both hands, maybe you can lift the thigh away from the floor. Und dann wieder lösen. Wieder in die Bauchentspannungslage, relax. Nachspüren. Wie liegst du jetzt mit dem Becken? Was hat sich verändert? Concentrate on your body and feel every tiny little difference. All the effects of our stretching, alle Effekte des Dehnens. Dann gehen wir noch einmal in unsere Merz-Asana, in die Heuschrecke. Da haben wir jetzt so ein bisschen vorgearbeitet und zwar biete ich dir zwei Möglichkeiten an. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, was Heuschrecke auf Englisch heißt. Naja. Und zwar kannst du wieder die Arme hier neben den Körper legen, ganz lockere Fäuste und entweder legst du das Kinn runter oder die Stirn. Ich mag immer das Kinn. Und jetzt machst du Folgendes. Du stellst die linke Fußspitze auf den Boden. Left toes on the floor and then you lift your right leg. Und jetzt schiebst du dich mit dieser linken Fußspitze so ein bisschen mit dem Knie mehr Richtung Becken, dass dein Becken in die Luft kommt. Lift your pelvis and then you bring the left foot underneath the right thigh. Oder du bleibst einfach hier und hebst das Bein so. Ja, oder so ein bisschen ranrobben, musst erst das Becken heben. Und dann in die Position. Dann komm wieder raus. Slowly relax. And relax. Wenn man das Kinn auf dem Boden hat, dann wird es sehr eng im Nacken. Das ist nicht schlimm, weil wir keine Belastung drauf haben. Aber es verträgt nicht jeder. Also wenn du eher so Probleme hast im Nacken, dann empfehle ich dir, lass die Stirn auf dem Boden.
if you have any problems in with your neck, then you remain with the head, with the forehead on the floor, not with the chin, because it's very near them, very narrow. Ah. So, dann machen wir die zweite Seite, ausprobieren. Also entweder nur das Bein heben und you come back into this position or this position, depends on your neck, and then you lift. Bring the right toes on the floor, the leg remains on the floor, the left leg goes up, and then you move a little bit forward, then you bend your right knee, bring your foot underneath your thigh or somewhere else. Ruhig einen Moment halten, je nachdem welche Position du hast, ruhig durchatmen. Und dann das Ganze wieder ganz bewusst auflösen. Und dann wieder entspannen. Relax. Dann kommen deine Hände neben deinen Brustkorb. Bring your hands beside your chest. Elbows together, Ellbogen zueinander. So wie eben bei der Cobra. Drücke dich nach oben in die Katze. Lass deine Hände, wo sie sind. Beginne in eine Ausgleichsstellung, den abwärts schauenden Hund. Füße auf den Boden. Jetzt erst die Knie abheben, das Gesäß nach hinten. Jetzt wolltest du dich auf die Fersen setzen und dann die Beine strecken. Extend your legs and then you bend your knee and move. Die Knie beugen und strecken. Stretch into this position. Schultern weg von den Ohren, Bauch Richtung Oberschenkel, Kopf locker. Dann kannst du direkt in die Bretthaltung gehen. Get into the plank position, dann die Knie herunter, Brustkorb herunter, Kinn herunter, gleite in die Cobra, heb dich nach oben, komm wieder in den herabschauenden Hund, noch dreimal. Es wird doch von Woche zu Woche besser werden, oder? Ich hoffe, ihr übt heimlich. Allein diese kleine Abfolge ist schon so wertvoll für den ganzen Körper. Man dehnt sich einmal so richtig durch in beiden Seiten. Last time. Danach bringst du wieder deine Knie auf den Boden. Setzt dich zurück auf die aufgestellten Füße oder gestreckten Füße und spürst nach. Relax. Alles nachspüren, auch deine Schultern. Ich mal kurz zu euch. Genau. Und jetzt kannst du möglicherweise auf diesen Füßen so sitzen. Maybe you can remain on the feet like this or you can extend your feet. We remain here. Du bringst deine Hände auf deine Schultern. Ellbogen locker übereinander. Die Arme ganz locker am Körper. Grab your shoulders. Und dann hebst du die Arme, den Brustkorb, den Kopf und senkst ihn, wirst ganz rund. So, you extend your back, du streckst deinen Rücken, hebst dazu auch noch die Ellbogen und wirst ganz rund. Noch zweimal ganz genüsslich. Last time. Noch einmal richtig rund werden, genießen. Dann aufrichten. Halten. Und deinen Körper mal nach rechts und links drehen. Und zwar bleiben die Ellbogen genau vor deinem Brustkorb. Du drehst dich praktisch mit deinem Brustkorb hin und her. You rotate with your chest.
Dann löse die Arme und lockere deine Schultern. Relax and shake your shoulders. Dann mach dir die Umarmung andersherum. Es ist ja so eine Selbstumarmung, kann man sagen, fast. Die Arme jetzt andersrum. Ich hoffe, du weißt noch, wie du gemacht hast. Change the arms. And you lift again. And you round your back. Wieder so 4-5 Mal. Ganze Wirbelsäule. Bis zum Nacken. Wenn das okay ist, sonst bleib einfach ein bisschen aufrechter. It's also possible to remain here. Dass du bis zur Brustwirbelsäule die Bewegung machst. Wenn du schon einen engen Nacken hast, dann sei da lieber ein bisschen weniger forsch. Dann bleiben wir wieder in der Mitte und dann drehst du dich nochmal nach rechts und links. Rotate from one side to the other side. Genau. Dann komm wieder zur Mitte zurück und lass die Arme locker. Entspannt die Arme, die Schultern. Genau. Komme ich wieder seitlich. Wir gehen nach oben in den Kniestand, stellen einen Fuß nach vorne, gehen wieder in die Hüftöffnung. Wenn du ein paar Mal mitgemacht hast jetzt schon, weißt du ungefähr die Abläufe. Wir wollen uns in diese Bewegung hineinfinden und nicht jede Woche überlegen, was muss ich jetzt tun. Aber wir variieren immer ein bisschen. Und zwar, meine Variation heute ist, Hüfte geht tief, Hand stützt auf dem Knie-Oberschenkelbereich. Du ziehst einen Arm nach oben hinten. Genau, dehnst dich so ein bisschen nach hinten. Hüfte geht nach vorne und dann löst du den Arm, bleibst aber aufrecht und dann ziehst du wieder, du atmest ein, inhale and exhale, but you remain upright, inhale and exhale, zweimal mehr, einatmen und ausatmen und noch einmal und aus, lass den Arm locker. Relax your arm, and then extend the front leg, bring your pelvis back. Bleibe jetzt hier über dem ausgestreckten Bein, erstmal für einen Moment ganz gerade. Und dann gehst du mit beiden Händen zur Außenseite von deinem Bein. Und jetzt machst du in deinem Kniegelenk mal so streckende und leicht beugende Bewegungen. You bring both hands to the outside of the leg. And now you extend and bend your knee. Very soft. Only a small movement. You feel the stretch. Du fühlst die Dehnung und du bewegst da drin so ein bisschen. Dann löse wieder. Bring das Bein zurück, richte dich auf und wechselt das Bein. Bring dich um. Aha. Kann man auch machen, einfacher Trick. Dann ist der andere Fuß von vorne. You change to the other side. You can turn like I do. Or just bring the other leg in front. Hüfte geht tief, your hip moves down. You reach up and lean backwards. Strecke dich bis in die Fingerspitzen. Ohne zu übertreiben, das soll immer noch leicht sein. Irgendwie versuchen noch da drin entspannt zu sein. Dann bleibst du aufrecht und mit dem Ausatmen lässt du den Arm sinken. You inhale, stretch, exhale, lower your arm. Remain upright, bleib aufrecht. Noch einmal. Den Arm locker lassen, dann Gesäß nach hinten, Oberkörper nach vorne, dich erstmal gerade an das Bein so herunterbeugen, bisschen die Dehnung tolerieren und dann kommen beide Hände an die Außenseite des Beins, bring your arms to the outside of the leg und dann beginnt ihr wieder in dem Kniegelenk so mini-mini Bewegungen zu machen.
Also du bist in der Dehnung und du machst ein bisschen mehr Streckung, ein bisschen weniger. So, you make small movement in your knee. Tiny movements, you remain in the stretching. Dann wieder lösen, das Knie beugen und dann wieder zurückkommen mit dem Fuß. Dich noch einmal zurücksetzen, die Beine entspannen, Kniescheibe entlasten. Ich versuche es immer kurz zu halten, dass wir auf der Kniescheibe sind, weil die ist so klein, so ein kleines Ding. Aber es ist so wichtig, über das Knie hinweg zu dehnen, dass das ganze System flexibel bleibt. Dann kommen die Hände auf den Boden. Jetzt können wir im Ablauf noch gucken. Nee, ich habe eins vergessen. Eins machen wir noch. Nach vorne stützen. Come onto your hands. Bring deine beiden Füße in die Streckung. Lass dein Becken sinken. Bring die Hände gut unter dich. Und hebe die Knie ab. Stretch the whole front side of your body. Your knees are in the air. Wenn möglich, wenn nicht, leg die Rück auf. Kein Stress für den Rücken. Und dann einmal das rechte Beckenseite heben und einmal die linke Beckenseite heben. Dich so ein bisschen hin und her drehen. Einmal ein bisschen über die rechte Schulter gucken, einmal über die linke. You move your body from side to side. Und dann kommen die Knie runter auf die Matte und du rundest deinen Rücken. Drücke dich nach oben, round your back. Dann wieder den Rücken sinken lassen, stell deine Zehen auf, komme den Händen etwas näher, damit du von hier aus einfach die Beine streckst, mit den Händen zu den Füßen läufst, in der Vorbeuge bleibst, kurz hier entspannst, relax, Kopf locker, dich dann aufrichtest, erstmal kannst du dich aufrollen. Die Arme gehen nach oben, Handflächen schließen, du bleibst kurz in der Pfeilposition. Get into the stretched position. Extended arms, the arrow position. Dann komm into mountain position, senke die Arme, bleibe in der Berghaltung, ganz einfach aufrecht stehen, wie ein Berg. Dann komm in die Pfeilposition. Neige dich nach vorne, atme aus, exhale. Reach up, high position, arrow position, exhale, lean forward. Noch einmal, one more time. Einatmen und ausatmen. Und dann bleibe mal in der Vorbeuge, beuge deine Knie, umarme deine Oberschenkel so weit wie das geht. Und versuche dann, deine Beine ein bisschen mehr zu strecken. Grab your thighs or your hands behind your thighs and extend your legs. Dann löse und roll dich wieder langsam nach oben auf. Komm noch einmal in die Pfeilposition. Und in die Berghaltung, back to the mountain position. Noch einmal nachspüren, die Wirkung vielleicht etwas mehr auf den unteren Rücken. Dann machst du mit einem Fuß einen Schritt nach vorne, make a big step forward. And bring the other heel of the back leg a little bit into the inside. But remain with your pelvis straight. Bleib mit deinem Becken gerade. Stell die hintere Ferse etwas nach innen. Bring deine Hände vor dein Herz. Beuge dein vorderes Knie. Und strecke die Arme nach oben. Komme in die Krieger 1 Position. Warrior 1. Dein hinteres Bein ist gestreckt, das vordere ist gebeugt. Die Schultern sind entspannt. Jetzt streckst du dein vorderes Bein. Bleibst in der Position und neigst dich etwas mehr nach hinten. Lean backwards, extend your front leg. Dann wieder beugen, wieder etwas gerader werden. Gewicht gut auf beiden Füße. Bend your front knee. Und nochmal,
strecken, dich nach hinten lehnen, einatmen, beugen, gerade werden, ausatmen. Inhale, you extend your leg, lean backwards, exhale, you bend your knee and come straight. Einmal noch nach hinten lehnen und gerade werden. Die Arme über die Seite herunterbringen, Schultern locker lassen, relax your shoulders and arms and bring your front knee back. Come to the mountain position, Berghaltung und spüre nach. Dann darf der andere Fuß nach vorne. The other leg goes to the front. Extend your back leg, das hintere Bein strecken, die Ferse etwas nach innen. Bring your heel a little bit to the inside. Remain with your pelvis straight. Becken bleibt gerade, Knie über dem Fußgelenk lassen. Hände vors Herz, dich wieder nach oben strecken, ohne die Schultern zu heben, in die Krieger 1 Haltung, Warrior 1. Bleibe in der Haltung, strecke dein vorderes Bein und versuche dich etwas nach hinten zu lehnen. Extend your front leg, try to move, lean a little bit backwards. Ausatmen, Knie beugen. Gerade werden mit dem Oberkörper, dann einatmen, Bein strecken, nicht zurücklehnen. Ausatmen, Knie beugen, das erfordert ein bisschen Balance. Einatmen, Bein strecken, also beide Beine. Exhale, Knie beugen. Noch ein einziges Mal, strecken, nicht nach hinten lehnen. Vorderes Knie beugen. Gerade werden, die Arme heruntersinken lassen. Relax your arms and shoulders. And bring your front leg back to standing position, mountain position, Berghaltung. Drehe ich mich zu euch. Wir gehen nochmal in den Baum, dieses Mal im März. Die werden wir jetzt vielleicht hoffentlich langsam ausschlagen. We go to the the tree position. Bring deinen Fuß in eine Position, wo du angenehm auf einem Fuß stehen kannst. Hände vors Herz. Bring your foot in a good position, no matter where it is. Hands in front of your heart. Dann hebe deine Arme. Bleibe in der Baumposition und versuche mal die Augen zu schließen. Try and close your eyes for a little short while. Kurz und wieder öffnen. Kurz mal schließen und wieder öffnen. Kurz schließen, close and open. Oder steig aus, genau, bevor ihr umfallt, Fuß runter. Augen nochmal schließen. Und öffnen. Arme herunter. Fuß herunter. Ich nehme an, das hat gut geklappt. I guess you did a good job. Change to the other side. Anderes Bein. Wieder eine Position finden für den Fuß. Ganz egal, wo das ist. Ob das hier oben ist oder weiter unten. Es gibt ja keine besseren Bäume, es gibt nur Bäume. Place your foot and lift your arms. And try to close your eyes for a little while, very short, and open again. Augen schließen, öffnen, schließen, öffnen, ein paar Mal. Versuche die Balance zu halten, auch wenn du manchmal keine klare Sicht auf die Dinge hast. Try to keep the balance, even if you can't see clear sometimes. Dann kommen erst wieder die Augen auf, dann die Arme herunter und der Fuß herunter. Du spürst wieder nach. Genieß das Ankommen, mit beiden Füßen im Leben zu stehen. Relax and enjoy
to stand with both legs, on both legs. Dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Einmal nach unten kommen. Einmal Beine ausstrecken. Jetzt haben wir schon so ein bisschen vorgedehnt. Die Beinrückseite. Es kann sein, für dich ist dieser Sitz nicht so bequem. Wir bleiben nicht lange drin. Sit in this position. Make sure you sit on both sit bones. Guck mal, dass ihr auf beiden Sitzbeinknochen sitzt. Aufrichten, dann nehmen wir die Arme nach oben und ausatmen, dreht ihr euch auf eine Seite. Und dann geht der eine Arm nach hinten, der andere geht ans Knie oder den Oberschenkel und hebelt dich so ein bisschen in die Drehung. So, you use your arms for the rotation, to help yourself in the rotation. Und dann nehmen wir den hinteren Arm nach oben, wir bleiben aber ganz gedreht. Und versuchen mit dem Oberkörper uns zu dem anderen Bein zu neigen. Also die Idee ist, und einige von euch können das, das weiß ich, ist, dass dieser Arm zu dem Fuß kommt und wir aber trotzdem zur Seite gedreht sind. Haha, ich kann das nicht. Ich bin zu kurz im Oberkörper. Habe ich mal gehört. Und ist auch nicht wichtig. Dehnung spürt man trotzdem. So, you try to rotate and also lean to the other side, and maybe you can grab the foot with that hand. I know some of you can. It's not important, but it looks nice. Dann kommen wir wieder nach oben. Lift and relax. Komm wieder ganz in die Mitte, hebe wieder beide Arme. Atme aus und drehe dich zur anderen Seite. Jetzt helft dir wieder mit den Händen in die Drehung. Bleibe aufrecht, würdevoll. You remain on that side. Du bleibst auf der Seite, hebst den hinteren Arm so Richtung Ohr und dann lehnst du dich hier rüber, als wollte deine Achsel sich da auf den Oberschenkel legen und dieser Arm möchte zu diesem Fuß da vorne. So, now you lean to the other side, but you look to the opposite side. You try and grab your foot. If you can, do it. If you can't, enjoy the stretch. Manche Positionen sind erst schön, wenn man wieder rauskommt. Some positions are only nice when you get out of them. So let's get out, lift und dreht euch wieder zur Mitte zurück. Bleibt dann aufrecht, lasst die Füße auseinander für einen kleinen Moment noch. Kannst dich schon mal nach hinten abstützen, bleibe würdevoll, hebe deinen Brustkorb. Bring your hands to the back, keep your legs open and lift. Hebe dein Becken. Und spanne einmal die Seite, Rückseite an. Kommt dann langsam wieder herunter, slowly come back, down. Und lege dich auf den Rücken, lie on your back. Strecke die Beine aus, stand your legs and relax. Ganz entspanntes Ankommen. Für unsere kleine Bauchmuskelübung werden wir heute auf dem Rücken liegen bleiben. Das heißt, wir schonen unseren Nacken und Schulterbereich und stellen die Füße erstmal hin, bringen die Beine nach oben. Bring your legs, extend your legs towards the ceiling. You remain on the floor with your head today and you try and lower your legs as far as you can hold it with your abdominals and your hips, of course. Versuch mal, wie tief du gehen kannst und das noch halten kannst. Wenn es nicht mehr tiefer geht, kommst du wieder hoch. Das machst du so dreimal. Three times you lower, as far as you can hold it in your abdominals. And you can bring it back. If it's too exhausting, just bend your knees.
try and do it with your knees. Ich habe gerade meinen Bauch gelauscht. Hat sich angehört, als ob Wasser läuft. Und wenn du dreimal gemacht hast, dann spring die Füße wieder auf den Boden. After 3 repetitions, bring your feet on the floor again. Relax. Wollen nichts übertreiben. Du darfst natürlich öfter machen, klar. Und dann versuchen wir heute mal eine Brücke zu machen, die sehr flach ist. We try to do another bridge with extended legs. Da musst du jetzt die Fersen so ein bisschen auf den Boden kriegen. Und Arme brauchst du jetzt zum Abstützen und hebst einfach deinen ganzen Rumpf ab. Also alles, was Gesäß ist, Beine. You lift your whole trunk and pelvis and hold it. Dann wieder locker lassen und entspannen. Stell die Füße wieder auf. Lass die Rückseite ganz locker. Kurz nachspüren. Dann gehen wir nochmal in eine weitere Bauchvariante. Dafür brauchst du gebeugte Beine. Bring your legs up into 90 degree angle. Die Arme legen wir etwas zur Seite. Und dann bringst du mal deine Knie nach rechts Richtung Boden, ohne mit den Armen zu helfen. Und dann bringst du sie nach links zum Boden. Nicht zum Boden, zur Seite. So, you move your legs from one side to the other side without helping with your arms. Du könntest die ja auch mal so wegnehmen. Dann kann man noch besser kontrollieren, dass das dein Rumpfmuskel macht. Die Schultern sollten auch am Boden bleiben. Indem man kurz hochgeht, ist nicht schlimm. You try and remain your shoulders on the floor and hold the pelvis with your abdominals. If it's too difficult, then just use your arms to help you. Und dann komm wieder zur Mitte zurück und entspanne. Relax. Haben wir noch eine letzte Brücke und die ist nochmal, wenn es möglich ist, mit ausgestreckten Beinen, sonst stell einfach die Füße wirklich gut auf. Extend your legs for the last bridge and open your feet. Öffne die Füße breiter auseinander, bring die Fersen gut auf den Boden und versuche wieder so alles hier abzuheben, dass alles vom Boden weg ist. Die Arme liegen entspannt. Lift your whole body. You lie on your shoulders and heels and head. Und lass wieder locker. Füße kommen wieder auf den Boden, der Rücken entspannt sich wieder. Und du legst deine Arme zur Seite ausgebreitet, ein bisschen mehr Richtung Becken. So, und wenn du jetzt deine Arme drehst, your palms of your hands are towards the ceiling. Die Handflächen zeigen erstmal zur Decke. Und dann kann ich ja die Arme einmal drehen, dass die Handflächen auf den Boden kommen. Und kann sogar noch ein bisschen weiter drehen, als wollte ich mit den Handflächen so hinten hoch. Und dann kann ich wieder zurückdrehen. Und wieder hindrehen. You rotate the whole arm. So dass deine Brustwirbelsäule sich so ein bisschen mitbewegt. You can continue and I show you in this position. I want you to move your whole chest. Einmal hebst du so ein bisschen ab und einmal drückst du den Rücken wieder ganz runter. Und dann probierst du das mal gegenläufig. Then you do it one arm up, one arm down. So dass es etwa diese Bewegung wird, also dieses Ein- und Ausdrehen bis in die Schulter hoch. Konzentriere dich da wirklich auf die Schulter, dass die Arme gut Richtung Becken gehen. Dann ist es leichter für dein Schultergelenk. Und wenn es arg knackt und reibt,
dann mach die Bewegung kleiner und auch noch langsamer. Und die Idee ist jetzt, wenn du die Beine nochmal ausstreckst, you can continue with this opposite movement, wenn die Beine nochmal ausstreckst, kannst du mal versuchen, ob vielleicht deine Beine auch noch mitgehen und du fast so ein bisschen hin und her rollst. You can continue the movement into your whole body. Becken geht dann einmal auf der Seite mit hoch. Kopf rollt immer dahin, wo deine Handfläche hoch zeigt. Und dann darfst du auch wieder entspannen. Die Arme ganz locker hinlegen, Füße wieder aufstellen und einfach die Knie zu einer Seite bringen. Die Arme locker liegen lassen. Jetzt nicht nochmal dehnen, sondern so liegen lassen, dass es gut tut in den Schultern. Relax your arms. No more stretch for the shoulders. Und dann geh zur anderen Seite herüber. Change to the other side. Wir dehnen nur noch mal hier diesen Becken- und Hüftbereich auf. Dann auch wieder lösen, komm in die Mitte zurück. Relax und leg dich bereit für die Abschlussentspannung. You can relax on your back, extend your legs. And arms, concentrate on your breathing. Konzentriere dich im Moment auf den Atem. Und entspanne dich. Konzentriere dich jetzt nochmal einen Moment oder lenke die Aufmerksamkeit zu deinem Schultergürtel, wo du gerade viel nochmal bewegt hast. Spüre mal das Nachlassen der Spannungen in deinem Schultergürtel. Concentrate on your shoulders. You have moved them a lot in the last exercise and I invite you to watch the shoulders while they relax. Schicke auch deinen Atem in die Schultern hinein und begleite die Entspannung immer mit dem Ausatmen. Die Schultern dürfen noch ein bisschen mehr sinken. Send your breathing into your shoulders and help them to relax with your exhale. And let the relaxation start from the shoulder and go over to your arms, hands and fingers. Lass die Entspannung sich mal über Arme, Hände und Finger ausbreiten. Und auch über den Brustkorb, Bauchraum, Rücken, so nach unten wandern wie eine sanfte, warme Welle, die mit dem Ausatmen diese Entspannung mitträgt. Über den Rumpf, das Becken, bis in die Beine und Füße hinunter. Imagine that the relaxation of your shoulders continues over your chest,
back, abdominals, the whole trunk muscles and bones and everything. And continues over your pelvis into your legs and feet like a very soft, warm wave of relaxation. Während dein Kopf und Geist sich ausruhen, deine Stirn angenehm kühl ist, dein Kopf klar und ruhig, schickst du noch ein paar warme, entspannende Wellen durch deinen Körper in jede kleine Zelle. You continue to send waves of relaxation through your body. In every little part of your body, while your head is relaxed, your forehead is fresh and clear, your mind is calm. Slowly come back to where you are now. Komm langsam wieder zurück, wo du jetzt gerade bist. Hier und jetzt. Beginne den Atem zu vertiefen. Dann langsam deine Hände, deine Füße zu bewegen. Dich zu recken, zu strecken, zu dehnen. Slowly start. Inhale deep. Move hands and feet. You can continue to lie on the floor or lie on one side. Do what you like now. While I finish this lesson, du kannst noch gerne liegen bleiben, es etwas genießen, vielleicht diese Welle noch sich ausbreiten lassen oder anderes Gutes dir tun. Du kannst dich auch auf die Seite legen oder zum Sitzen kommen, während ich diese heutige Lektion beende. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich entdecken und wünsche dir eine wunderbare Zeit, eine entspannte Zeit, bis wir uns wiedersehen. Lass es dir gut gehen und bis bald. Thank you for participating. Enjoy your days and everything you do. Be nice to yourself. Till we meet next time. Namaste, bye bye. So, der Kleine. Tschüss.